Alles Gute zum Geburtstag, AfD. Ja, die Alternative für Deutschland wird 8 Jahre alt und sie ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Seit über 3 Jahren darf ich die AfD im Deutschen Bundestag vertreten und auch das ist sehr wichtig. Warum? Die Behörden begnügen sich nicht mehr damit, die Rahmenbedingungen festzusetzen, in denen das erfolgreiche und gute Wirtschaften in dem Land funktioniert und all die guten, positiven Sachen entwickelt werden können, die zu unserer Gesellschaft beigetragen haben. Nein, die Ministerien glauben nun, dass sie selbst die großartigen Ideen haben und diese der Gesellschaft aufzwingen müssen. Mit Milliarden von ihren Steuergeldern. 3 Beispiele: Energiewende, Wasserstoffwirtschaft, Elektromobilität. Nichts davon am freien Markt wirklich tragfähig. Und aus diesem Grunde braucht es die AfD. Diese sozialistische Planwirtschaft in den Ministerien muss zwangsläufig zu Unfreiheit führen. Und Unfreiheit ist das Letzte, was wir in diesem Land noch brauchen. Darum für die Freiheit dieses Landes, AfD. Sehr geehrte Damen und Herren, vor einem Jahr durfte ich viele von Ihnen noch persönlich begrüßen. Durch die aktuelle Lockdown-Politik ist es nicht mehr möglich, dass wir den 8. Geburtstag zusammen verbringen. Unser Land ist momentan in einer Situation, in der wir um unsere Grundrechte, unsere Freiheiten und die wirtschaftliche Zukunft bangen müssen. Aber eins können wir Ihnen garantieren: Wir geben nicht auf. Und ich bin mir sicher, dass wir noch viele Geburtstage der Alternative für Deutschland gemeinsam feiern werden. Die AfD gibt es mittlerweile seit 8 Jahren. Seit 3 Jahren darf ich für sie im Bezirkstag aktiv sein, seit letztem Jahr auch im Augsburger Stadtrat. Ganz besonders setze ich mich für sinnvolle und sparsame Haushaltsverwendung ein. Denn in einer konservativen Partei muss auch ein Haushalt immer konservativ und sparsam geführt werden. Deswegen bin ich in der AfD. Ich wünsche meiner Partei für die nächsten Jahre alles, alles Gute und viel Erfolg. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe AfD Bayern. Wir haben ja dieses Jahr Bundestagswahlen und wir hoffen auf ein möglichst starkes Ergebnis für einen weiteren erfolgreichen Einzug in den Bundestag. Es ist unheimlich wichtig, dass ihr uns unterstützt, damit wir wirklich die Politik im Bundestag ändern können. Packen wir es zusammen an. Die AfD feiert seinen 8. Geburtstag. Seit 2014 bin ich in der AfD. Ja, seit 2020 bin ich bei uns im Kreistag vertreten. Wir setzen uns besonders ein bei den Bauvergaben, dass die vielen Nachträge gemindert werden. Weiter setzen wir uns ein, dass das Defizit bei den Krankenhäusern gemindert wird. Was für uns sehr wichtig ist, dass bei den Bauabteilungen des Landratsamtes, wo die Bürger auch im Umweltschutz große Probleme haben, dass wir ihnen da zur Seite stehen und ihnen helfen. Ich wünsche den Bürgern und auch der AfD weiterhin alles Gute für die Zukunft, dass sie uns weiterhin unterstützen.